Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. Lehrer erzählen immer ganz gerne mal Anekdoten, da freuen sich dann die Schülerchen. Und ich erzähle Ihnen jetzt mal eine aus meiner Schulzeit. Ich wurde nach der 4. Klasse aufs Gymnasium versetzt und dort dann in der 4. Klasse auf dem Gymnasium etwa bekamen wir einen neuen Religionslehrer. Dieser Religionslehrer war vorher bei der Bundeswehr tätig. Und an der Schule gab es da so Begrüßungsrituale. Ne? So alle Schüler stehen automatisch auf, wenn der Lehrer die Klasse betritt. Ne? So stehen dann da so ruhig, so wie ein rein Glied, so bundeswehrmäßig. Lehrer geht nach vorne und sagt dann, guten Morgen. Und die Klasse antwortet, guten Morgen, Herr Lehrer. Und dann sagt er, setzen. Und dann durften sich alle setzen. Okay. Das war ganz normal. Haben wir als normal empfunden. Das hat man da so gemacht. Heute im Rückblick würde ich sagen, das ist schon so lala, ne? Also hat schon so ein Gerüchle. Hat schon etwas von Drill. Okay, dieser Religionslehrer, der in die Klasse kam, der war besonders heikel in dieser Beziehung. Ne? Weil wenn man von der Bundeswehr kommt, muss man ja auch gucken, ob die Rekruten dann auch richtig das machen, was der Vorgesetzte sagt und das dann auch mal testen. Also sagt er, setzen. Und dann sagt er gleich wieder, aufstehen. Und alle standen auf. Und dann sagt er wieder, setzen. Und alle setzen sich wieder hin. Und ich glaube, da gab es keine Rückfragen, weil das stand dem ja zu, als Lehrer sowas zu tun. Ne? Also, nochmal probieren. Ne? Aufstehen! Setzen! Aufstehen! Setzen! Wie oft würden Sie das mitmachen? Die Klasse hat das alles mitgemacht, bis eines von den Mädchen sich weigerte und sagte, nö, das mache ich nicht mit. Deren Vater war selber bei der Bundeswehr. Von daher hatte die vielleicht ein bisschen Vorwissen von zu Hause, was geht und was nicht geht. Und auch über diese Disziplinierungsmaßnahmen vielleicht schon mal gesprochen mit ihrem Vater oder was auch immer. Jedenfalls so im Nachhinein muss ich sagen, was dann da so passierte und wie sich die Klasse verhielt, das war nicht okay. Weil Solidarität mit diesem Mädchen hätte ja jetzt geheißen, dass die ganze Klasse sagt, wir auch nicht. Wir machen da auch nicht mit beim Aufstehen und Setzen. Was stattdessen passierte, ist, dass dieser Lehrer, also dieses Mädchen, dann umgehend mit zum Direktor zerrte und es ein Gespräch mit den Eltern gab, warum sie denn da nicht mitmacht. Und wissen Sie was? Ich schäme mich bis heute dafür. Ich könnte heulen, wenn ich an diese Situation denke, wie ich mich damals verhalten habe, wie unsolidarisch die ganze Klasse war. Und einige von diesen Schülern, die damals unsolidarisch waren, sind heute Lehrer. Und die spielen heute dieses Spielchen von Aufstehen, Setzen, Aufstehen, Setzen. Ich wollte damals nicht Lehrer werden, als ich zur Schule ging, weil ich diese Typen schon entsprechend eingeschätzt habe. Ich bin ja auch erst 20 Jahre später dann an die Schule gewechselt, nachdem ich in der Wirtschaft war und sehr gut weiß, wie man dort arbeitet. Und das ist deutlich kollegialer manchmal. Ja. Weil wenn sie nicht teamfähig sind in der Wirtschaft, dann werden sie auch nie was zusammenbasteln können, was irgendwie dem Kunden gefällt. An der Schule, Lehrer sind Einzelkämpfer. Die müssen sich durchsetzen. Die müssen Respektspersonen werden. Und da gibt es auch haufenweise schwache Charaktere, die ihren schwachen Charakter ausleben, indem sie ihre Schüler disziplinieren. Aufstehen, setzen, aufstehen, setzen, Maske auf. Du hast die Maske nicht richtig aufgesetzt. Wenn du rausgehst, denk daran, dass du die Maske aufsetzt. Du hast die falsche Maske auf. Was meinen Sie, was da jetzt noch alles kommt in diese Richtung? Frau Merkel gibt die Richtung ja schon richtig vor. Wir landen in diesem Disziplinierungsstaat, der alles andere ist als das, was wir jemals wollten. Der alles andere ist als nett. Und der alles andere ist als demokratisch. Ich weiß nicht, was mit meiner Herzkrankheit jetzt passiert. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt
auf Dauer überlebe, was mir jetzt hier widerfährt. Ich weiß nicht, ob ich meinen Job behalte. Ich weiß überhaupt nichts, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich ihn weiter berichten werde bis zur letzten Sekunde meines Lebens, wie es mir damit geht, mit diesem ganzen Dreck, der uns hier umgibt. Er regt mich auf. Er macht mich fertig. Und er macht viele andere auch fertig. Und das sind viel mehr Menschen, als jemals an Corona sterben werden. Es sind Millionen allein bei uns im Land, die sich hier aufregen und die davon krank werden. Hören Sie auf mit diesem Scheiß. Weigern Sie sich. Liebe Lehrerkollegen und Kollegen, remonstrieren Sie. Verweigern Sie den Befehl. Machen Sie diesen Mist nicht mit. Es gibt faktisch dafür keinerlei Grundlage. Keine. Es ist einfach nur, vergessen Sie es ja. Ich würde jetzt hier bloß Schimpfwörter ablassen und darunter selber leiten. Das Wichtigste an meinen kommenden Videos sind nicht meine Vorträge, sondern meine Links in den Beschreibungen. Ich werde ganz kurze, knappe Videos veröffentlichen, hintereinander weg. Hoffentlich schaffe ich es, viele davon zu veröffentlichen. Naja, gut, also ich versuche auch mich zurückzunehmen und mich ein bisschen weniger damit zu beschäftigen und mich auf die wichtigen Sachen zu konzentrieren. Ja, also jetzt sind Sie dran. Ich habe schon viel getan. Gehen Sie auf meinen Kanal, gucken Sie meine alten Videos an. Da ist schon viel Zeugs bei, was man sich überlegen kann, was da dran ist und was nicht da dran ist. Ja? Und denken Sie dran, wir leben in einem Land, in dem gibt es Meinungsfreiheit, in dem gibt es Pressefreiheit, in dem gibt es Informationsfreiheit. Und Google beschränkt uns im Moment die Information. Und YouTube löscht uns Videos. Ja? Und die Presse wird zensiert. Und das, was da rauskommt, wird zum Teil bezahlt von Bill Gates. Und das ist alles ein No-Go. Bringen Sie diese Welt in Ordnung. Ja, bringen Sie diese Welt in Ordnung. Wir alle zusammen müssen etwas tun. Wir müssen solidarisch sein miteinander. Diese Internationalsozialisten, diese Neofaschisten werden in Zukunft keine Rolle mehr spielen. Wir werden in einer freien Welt leben oder wir werden sterben.